Das Lernen nicht nur trockenes Pauken bedeutet, stellte die IMC-Fachhochschule Krems am Samstag, dem 2. April, unter dem Motto Frühlingserwachen unter Beweis. Hier gab es die Gelegenheit, in die einzelnen Studiengänge hineinzuschnuppern. Ja, die Fachhochschule Krems bietet fünf Studiengänge an und ich denke in sehr, sehr interessanten Bereichen. Es sind die Studiengänge exportorientiertes Management, Tourismusmanagement und Freizeitwirtschaft, Unternehmensführung und E-Business Management, Gesundheitsmanagement und einen Studiengang im Life Science Bereich, medizinische und pharmazeutische Biotechnologie. Also fünf interessante Studiengänge, wobei drei dieser Studiengänge in englischer Sprache geführt werden, also auch besonders international ausgerichtet sind, so wie zum Beispiel Biotechnologie, Tourismus und Export. Aber auch die anderen Studiengänge, die in deutscher Sprache unterrichtet werden, haben sehr viele internationale Elemente in der Ausbildung, sei es, dass einzelne Vorlesungen auch in Fremdsprachen geführt werden, aber auch die Möglichkeit, Mobilität zu gewährleisten, andere Universitäten im Ausland zu besuchen, etc. etc. Und das ist für uns besonders wichtig, entsprechende Berufseinstiegschancen ergeben, wenn man mit einem Studium fertig ist. Ich glaube, das ist heute ganz wichtig. Fachhochschulen, und das ist unser Auftrag, müssen ausbilden für die Wirtschaft. Das ist unser Ziel und unser Ziel der Fachhochschule Krems ist es, dass alle unsere Studierenden, wenn sie hier fertig sind, auch eine entsprechende, wir nennen es Employability, haben. Das heißt, beste Voraussetzungen für einen erfolgreichen Berufseinstieg mitbringen. Also der Studiengang Export bietet vor allem eine sehr umfassende wirtschaftliche Ausbildung. Das heißt, man hat von Rechts, Marketing, Buchhaltung, Finanzierung alles dabei, aber natürlich schon aufs Internationale bezogen. Und man hat drei Sprachen. Der Unterricht wird auf Englisch gehalten und man kann zusätzlich noch zwei Sprachen wählen, also entweder zwischen Französisch, Spanisch, Tschechisch oder Russisch, Chinesisch, Arabisch. Das heißt, man ist bestens vorbereitet für die internationale Geschäftswelt, kann dann eben im Ausland tätig sein oder in Österreich in einer internationalen Firma. Ja, in möglichst vielen Bereichen der Wirtschaft. Eben wie gesagt, man kann ins Produktmanagement, Allgemeinmanagement, ins Marketing, in die Finanzierung. Man ist ziemlich flexibel und eben auf das internationale Geschäftsleben eben vorbereitet. Das Studienprogramm Tourismusmanagement und Freizeitwirtschaft ist ein Studienprogramm, das momentan im Bachelorstudium in 6 Semestern abgehalten wird. Es gibt auch die Möglichkeit, dann den Master dran zu hängen, 4 Semester und das Doktorat dann später. Im Generellen ist es eine sehr wirtschaftlich orientierte Ausbildung mit später dann touristischem Schwerpunkt. Es ist ein Praxissemester inbegriffen und auch die Möglichkeit, ein Semester im Ausland zu studieren an einer unserer oder an einer der Partnerinstitutionen des IMC. Es ist auch, wird auch sehr großer Wert auf Sprachen gelegt, da das Programm generell auf Englisch abgehalten wird, was also heißt, dass der ganze Unterricht Englisch ist. Dazu kommen noch zwei weitere Fremdsprachen, die gewählt werden müssen, aus einem Pool aus Französisch, Spanisch, Italienisch, Tschechisch, Russisch und Chinesisch. Also den Studiengang Gesundheitsmanagement an der Fachhochschule Krems gibt es jetzt seit 4 Jahren. Wir haben bis jetzt einen Diplomstudiengang gehabt, stellen im heurigen Wintersemester auf einen Baccalaureatstudiengang um. Das bedeutet, dass unsere Studierenden ab jetzt 3 Jahre brauchen oder 6 Semester und dann mit Baccalaureus abschließen werden. Im Anschluss daran gibt es noch einen 2-jährigen Magisterstudiengang. Was wollen wir mit unserem Studiengang Gesundheitsmanagement? Wir wollen die Manager der Zukunft ausbilden für Einrichtungen des Gesundheitswesens, für Einrichtungen in der Pharmaindustrie, in der Pharmabranche, Versicherung oder Consulting. Das heißt, wir sind ein Management, ein wirtschaftlicher Studiengang, ein betriebswirtschaftlicher Studiengang, der aber auch versucht, die Sprache der Mediziner zu lernen. Das heißt, wir haben genauso Fächer wie medizinische Grundlagen, pharmazeutische Grundlagen. Wir haben sehr viel Recht in unserem Studiengang, aber auch die wichtigen Fächer wie Soft Skills, also Persönlichkeitstraining, damit eben die Manager der Zukunft lernen, auf der einen Seite wirtschaftliche Tools anzuwenden, auf der anderen Seite aber auch die Sprache eben der Ärzte, der Schwestern, des Pflegepersonals zu sprechen, um eine Verbindung darzustellen zwischen der Medizin als Naturwissenschaft auf der einen Seite und der Betriebswirtschaft oder der Ökonomie auf der anderen Seite. Und wir versuchen damit, vielleicht das Gesundheitswesen in Österreich ein bisschen zu verbessern. Im Aufnahmegespräch ist es wichtig, dass Sie zunächst einmal die Bewerbungsmappe komplett abschicken.
Das heißt, Sie füllen den Bewerbungsbogen aus, im Fall von exportorientiertem Management auf Englisch, das ist ganz wichtig. Dann noch sämtliche Zeugnisse, einen Motivationsbrief auch auf Englisch und das Maturazeugnis, falls es das schon gibt. Nachdem Sie das geschickt haben, erhalten Sie einen Termin für das Aufnahmegespräch, werden dann eingeladen ans IMC und erhalten dann einen Text auf Englisch und haben dann eine halbe Stunde Zeit, sich vorzubereiten, natürlich mit Wörterbuch und allem drum und dran. Und werden dann nach dieser halben Stunde zu dritt, zu viert zum Bewerbungsgespräch vorgeladen. Sie werden dann vor der Studiengangsleiterin und einer zweiten Person die Möglichkeit haben, diesen Artikel zusammenzufassen und dann noch zwei, drei Fragen dazu zu beantworten. Und dann werden eben noch Fragen gestellt zu Ihrer Person selber, also Ihre persönlichen Stärken, Schwächen vielleicht auch, warum Sie gerade hier in Krems studieren wollen, welche Fächer Sie besonders interessieren bei unserem Studienzweig. Und ja, es ist mehr der lockere Dialog und das Gespräch, um zu sehen, ob man eben gewappnet ist für dieses Studium und ob man als Person auch überhaupt hier reinpasst. Ich glaube, wir zählen also im Bereich der Fachhochschulen zu den internationalsten. Wir haben sehr, sehr tolle Kontakte im Ausland. Wir haben über 50 Universitäten, Partneruniversitäten, wo wir Verträge haben, wo die Studierenden auch also dort ein Semester abwickeln können. Wir selber sind im Projektgeschäft stark tätig. Wir bauen Schulen auf im Ausland. Unter anderem haben wir in Oman eine Schule aufgebaut. Wir haben jetzt ein Projekt in Jordanien. Wir sind dran in Iran. Also das sind unsere internationalen Aktivitäten. Und die Besonderheit ist auch, dass unsere Studierenden während ihrer Praxiszeit im Ausland die Praxis machen müssen. Wir betreuen sie. Das heißt also, gerade was den Tourismus anbelangt, sage ich immer, nichts ist internationaler als der Tourismus. Wir müssen die Internationalität leben und nicht nur auf dem Papier sehen. Also so gesehen glauben wir, dass wir also hier wirklich in Österreich einer der internationalsten Fachhochschulen sind. Wir beziehen also jetzt im Herbst ein neues Gebäude. Wir werden am Campus Krems sozusagen, ich würde so sagen, europaweit ein Bildungsangebot haben, das sich sehen lässt. Das heißt, eine Fachhochschule und eine postgraduelle Universität an einem Standort. Das ist europaweit einmalig, ja. Und ich glaube, also, da gibt es enorme Synergien und wir werden also diese Entwicklung, ich finde also, dass wir erst am Anfang einer Entwicklung stehen.